Stimmt, aber das ist ein wirklich sehr, sehr geniales Beispiel dafür, was ich gerade angesprochen habe. Mir wurde früher immer der Vorwurf gemacht, dass ich zu radikal bin und zu extrem und dass ich das doch mal sanfter sehen soll und so weiter. Und irgendwann hatte ich kein Urteil mehr darüber und hab gemerkt, das ist vollkommen okay, wie ich bin. Und zwar hat es viel damit zu tun gehabt, dass ich in die Öffentlichkeit gegangen bin und ich habe zum Beispiel eine Aufwachmedizin verschickt und ich bekomme auf ein und den gleichen Text 10 Reaktionen: Stefan, du bist der geilste Typ auf dieser Welt, danke, dass es dich gibt, ich liebe dich. Und 3 Reaktionen: Stefan, du bist der größte Arsch, den ich jemals getroffen habe, lass mich in Ruhe, ich melde mich bei dir ab. Das Verhältnis ist manchmal auch anders. Aber oft ist so, dass ganz viele positive da sind und ein paar negative, aber komplett konträr entgegengesetzt. Also so, dass ich mir sage, ja, wie kann denn das sein? Wie geht denn das? Wie ist das möglich? Und es ist an sich, das ist eine vollkommene Unmöglichkeit eigentlich, bis ich erkannt habe, okay, diesen Text, was du da vorgelesen hast, also brandgefährlich, hat mal ein Leser über mich gesagt und es hat mir so gut gefallen, weil ich gemerkt habe, ja, das bin ich. Das bin wirklich ich. Und das ist vollkommen gut so, weil ich mache das gar nicht absichtlich, wie mir immer unterstellt wurde als Kind. Das war immer der Vorwurf: Stefan, werden mal ein bisschen sanfter, sei nicht so radikal, sei nicht so extrem und so weiter. Bis ich gemerkt habe, nein, ich bin so gedacht. Und wenn ich das erste Mal in meinem Leben nicht nur für mich erkenne, sondern auch authentisch, offenen Herzens so leben kann, dann gibt es kein Urteil mehr von meiner Seite drüber und dann ist mir das auch nicht mehr so wichtig, ob da jetzt Leute denken, dass ich ein Arsch bin, weil ich merke ja, wie viele Menschen das gut finden. Und ich bin bestimmt nicht einer, der für alle da ist. Das ist garantiert so. Das will ich auch gar nicht sein. Sondern was ich machen möchte, ist das hier auf die Welt zu bringen, wozu ich hierher gekommen bin. Und das ist diese Radikalität. Radikalität kommt übrigens vom Lateinischen, radix, oder vom Italienischen radice heißt es. Ja, das ist die Wurzel. Und zur Wurzel gehen hat auch viel mit Religion zu tun. Religio heißt Rückverbindung. Ja, also das ist nichts, was der Kirche gehört, sondern die Religion ist deine Rückverbindung zu deiner Wurzel, das, was du bist, da, wo du herkommst, das, wofür du hierher gekommen bist, was du hier erleben willst. Und das ist bei mir definitiv auch ein gewisser, definitiv eine Polarisierung. Also das ist so, es gibt Menschen, die lieben mich und es gibt Menschen, die hassen mich, aber es ist bei fast jedem Menschen so. Also ich glaube, dass es kaum Menschen gibt auf der Welt, der es allen recht machen kann. Das ist absolut unmöglich. Aber also von daher, ja, das ist so, aber es ist nicht in dem Sinn bewusst gewählt, dass ich gesagt habe, oh, ich bin jetzt so, damit ich den anderen ein gescheites Coaching bieten kann, hau ich da jedem erstmal auf den Schädel und schau, was passiert, sondern ich habe gemerkt, ja, krass, das ist mein Sein hier, so bin ich. Das kann ich gar nicht, habe ich keine Wahl. Da kann ich nicht sagen, ja, aber ich wäre jetzt lieber gern der sanfte Coach und der mit weisen, schönen, lieben Worten dich umschmeichelt. Geht nicht. Kann ich nicht. Du hast vorher Arsch erwähnt. Im Prinzip bist du ja ein Arschengel, also ein Arschengel für solche, die dich jetzt, also die denken, ja, der Steffen, der spinnt, oder der ist mir jetzt extrem verrückt, oder was der sagt, der spinnt ja völlig, oder was. Eigentlich wahrscheinlich mit mehr Distanz, also solche, die das nicht verstehen können, was du machst, also mit ein bisschen Abstand könnte ich mir vorstellen, dass dann eben bei denen der Arsch abfällt und dann bist du dann wirklich für sie auch ein Engel, oder?